Wenn Nils Rücker dunkle Gedanken plagen, steigt er aufs Rad. Seitdem er sich erinnern kann, schwebt die tückische Krankheit Depression wie eine schwarze Wolke über der Familie. Seine Mutter erkrankte daran, als Nils 3 Jahre alt war. Noch heute, 40 Jahre später, beeinflusst dies sein Leben. Geschwindigkeit löst auf jeden Fall ein Glücksgefühl aus. Also man ist dann bei 50 oder 55, dann kann man entweder glücklich sein oder Angst haben. Am besten entscheidet man sich fürs Glücklichsein. Also man kann das irgendwie sehr, sehr gut so dosieren. Einerseits kann ich mich richtig austoben und Wut rauslassen, wenn ich das brauche. Und auf der anderen Seite kann ich aber auch so Genussrad fahren. Leistung ist ja sowieso so ein Thema für mich und ich habe halt immer viel, also schon als Kind sehr, sehr viel Anerkennung bekommen für Leistung und aber wenig so, sag ich jetzt mal, Zuwendung und Zuneigung so und das prägt. Heute ist der 43-Jährige promovierter Geschichtslehrer. Doch als Kind war er unsicher, die Eltern trauten ihm nichts zu. Über die Depression der Mutter wurde nie offen gesprochen. Das war schon immer eher ein Familiengeheimnis. So. Und es gab eben diese Zeit, in der meine Mutter nicht da war. Das war fast ein Jahr, da war sie in der Psychiatrie. Und mir wurde, so bis ich, na, ich würde sagen, bis ich 10 war, wurde mir immer gesagt, ja, deine Mutter war sehr krank. Aber was eigentlich los war, das wusste ich da immer noch nicht. Vor allen Dingen auch diese ganz, also für mich als Kind oft unerklärliche Unnahbarkeit. So, also das war ja, ist ja ein ganz schwieriger Punkt, wenn man merkt, da zieht sich jemand komplett zurück und man weiß aber überhaupt nicht, was los ist. Auch körperliche Zuwendung oder sowas, das kannte ich von meiner Mutter überhaupt nicht. Und ich habe auch immer gemerkt, dass ihr selbst das gefehlt hat, aber dass das etwas war, was sie mir einfach nicht geben konnte. Ich bin da in Rollen reingedrängt worden, die für mich eine Nummer zu groß waren. Also 5 Nummern zu groß. In einer Telefonberatung in Köln engagiert sich die Sozialarbeiterin Katharina Miem. Hier können Angehörige von seelisch kranken Menschen anrufen, wenn sie in Not sind. Rat und Tat Köln, Katharina Miem, was kann ich für Sie tun? Ja, ich habe Zeit für Sie, kein Problem. Um wen geht es denn? Oft schämen sich Angehörige psychisch kranker Menschen, für sich selbst um Hilfe zu bitten. Wenn sie anrufen, ist ihre Verzweiflung meist groß. Katharina kann dies gut nachempfinden, denn ihre eigene Schwester ist an Depression erkrankt. Ah ja, okay. Katharina muss versuchen, die richtigen Worte zu finden. Ja, sie stoßen ja auch einfach an ihre Grenzen dabei, ne? Wenn sie die ganze Zeit so aufopferungsvoll für ihre Eltern oder halt für die Verwandtschaft da sind, ne? Und vielleicht ist es echt auch ein guter Weg, sich halt zurückzuziehen. Es ist irgendwo ja auch Selbstschutz, ne? Hinterher ist es vielleicht so, dass sie selber auch dann psychisch noch stärker belastet sind, wenn sie sich all den Stress antun und nur die ganze Zeit für ihre Eltern halt da sind. Das Wichtigste ist erstmal offenes Ohr mitzubringen. Wir nehmen ja unsere Expertenschaft quasi daher, dass wir sagen, wir sind selber Angehörige, deswegen können wir auch Angehörige beraten. Und es ist meistens so, das merkt man auch bei den Gesprächskreisen und das merkt man auch persönlich in der Telefonberatung, dass es quasi auch wenn jede Geschichte individuell ist, dass es doch Parallelen gibt. Katharinas ältere Schwester leidet seit Jahren unter Depressionen. Eine gescheiterte Beziehung zog ihr den Boden unter den Füßen weg. Katharina war immer für ihre Schwester da, wenn diese sie um Hilfe bat. Bis zur Aufopferung. Ihr eigenes Leben trat dabei in den Hintergrund.
Doch selbst wenn sie alles gab, musste sie erleben, dass sich der Zustand der Schwester nicht besserte. Diese Hilflosigkeit macht ihr zu schaffen. Ich bin auf jeden Fall auch wütend und manchmal bin ich darüber auch ja, irgendwie traurig. Also es ist auch, und es ist, also da schwingen auch so Gefühle mit von, dass ich dann doch auch Angst habe, sie zu verlieren und gerade so eine Krankheit wie ja, eine Depression ja doch auch manchmal Suizidalität mitbringt oder zumindest halt suizidale Gedanken. Und dann schwingt da auch die Angst mit, den anderen irgendwann nicht mehr an der Seite zu haben. Und manchmal ist es auch so, dass ich zu Hause sitze und deswegen weine. So. Und ich denke, das ist auch okay, den Gefühlen, ja, die einfach rauszulassen und freien Lauf zu lassen. Egal, ob das wegen manchen Dingen ist, dass man traurig ist oder dass ich Angst habe um sie, als auch, dass ich über manche Dinge vielleicht wütend bin. Im Jahr 2009 nahm sich der deutsche Nationaltorhüter Robert Enke das Leben. In ihren Räumen erinnert die Robert-Enke-Stiftung bei Hannover an den beliebten Torwart. Immer wieder hatte Robert Enke mit schweren depressiven Episoden zu kämpfen, die er vor der Öffentlichkeit und seinen Mitspielern verbarg. Schließlich hat die Krankheit ihn besiegt. Theresa Enke stand während der schweren Depressionen von Robert Enke immer an seiner Seite. Im Jahr 2006 musste das Paar einen furchtbaren Schicksalsschlag verkraften. Ihre Tochter Lara, mit einem Herzfehler zur Welt gekommen, starb im Alter von nur 2 Jahren. Der Suizid des Torwart-Idols verstörte die Menschen. Er war ihr Held, ein Überflieger und Depressionen. Das passte für viele nicht zusammen. Am Tag nach dem Tod ihres Mannes fand Theresa Enke erstmals den Mut, öffentlich über die Krankheit zu sprechen. Wenn er akut depressiv war, dann war das schon eine schwere Zeit. Das ist klar, weil ihm auch der Antrieb gefehlt hat und ja, die Hoffnung auf baldige Besserung und weil es natürlich auch die Schwere darin bestand, das Ganze nicht in die Öffentlichkeit hinauszutragen und weil es ein ausdrücklicher Wunsch war, aus Angst seinen Sport, unser Privatleben und alles zu verlieren, was natürlich im Nachhinein Wahnsinn ist. Die Zeit während der Depression, die war nicht einfach, aber wir haben sie zusammen durchgestanden und einfach so viel Hoffnung daraus gezogen haben, dass, was wir alles schaffen können. Und auch nach Laras Tod, das hat uns einfach so zusammengeschweißt, dass wir gedacht haben, wir schaffen alles. Und wir dachten halt auch, mit Liebe geht das. Aber man schafft es doch nicht immer. Auch 10 Jahre nach Robert Enkes Tod kommt Theresa immer wieder nach Portugal zurück. In das Haus, in dem sie gemeinsam die glücklichste Zeit ihres Lebens verbrachten. Kaki, komm her. Emi, komm. Robert und Theresa waren jung, verdienten Geld. Er war der umjubelte Torwartheld von Benfica Lissabon. Die Anerkennung tat ihm gut. Das Paar genoss die Wärme des Südens. Theresa konnte ihre Tierliebe ausleben. Sie nahm einen Haufen verwahrloster Straßenhunde bei sich auf. Die 43-Jährige hat sich inzwischen ein neues Leben aufgebaut. Doch die Erinnerungen an Robert sind noch immer präsent. Die letzten Stunden vor dem Tod. Der Ex-Torwart von Benfica hat seiner Frau einen Abschiedsbrief hinterlassen. Und ist natürlich jetzt so ein bisschen
auch reißerisch aufgemacht. Das, finde ich, bezeichnet er die Krankheit, die Robert Enke getötet hat. Also nicht Robert Enke hat sich getötet, und das finde ich ganz wichtig, sondern die Krankheit hat ihn getötet. So wie Krebspatienten tötet, so hat es einfach die Krankheit getan. Deswegen kann ich mich besser mit diesem identifizieren als mit diesem reißerischen, mit dieser reißerischen Aufmachung. Theresa Enke weiß, wie es ist, an der Seite eines depressiven Menschen zu leben. Der ständige Druck im Profifußball hat vor ihrem Privatleben nicht Halt gemacht. Roberts Angst, auf dem Spielfeld zu versagen, belastete auch Theresa. Bald konnte sie die Anzeichen einer nahenden Depression ganz genau erkennen. Ja, das war schwierig. Also wenn ich das mitbekommen habe, man sieht das ja schon so davor, so ein bisschen schleichend. Gerade dieses, wenn er den Kopf schief gelegt hat, wo ich dann schon immer irgendwie so Angst bekommen habe. Und dann versucht man natürlich irgendwie dem entgegenzusteuern, durch Ablenkung, ja, durch Reden. Man war natürlich auch empfindlich, auch als Angehöriger. Man hat viele Dinge auch gleich überbewertet. Ja. Manchmal ist es halt einfach so, dass er da mal einen schlechten Tag hatte. Aber die Angst steckte auch bei mir drinnen. So, könnte es jetzt wieder losgehen? Mein Leben war halt dann auch nicht mehr so, wie es hätte sein können. Man hat in dem Fall halt wirklich keinen Ehemann mehr. Man hat auch keinen Freund mehr. Diese Angst, dass er abrutscht, die saß natürlich auch bei mir tief. Als Kind flüchtete sich Nils Rücker in Fantasiewelten. Er erfand Geschichten, in denen er der Held war. Die Realität mit einer depressiven Mutter war qualvoll. Ihre Krankheit verhinderte, dass sie ihm gab, was jedes Kind braucht: Liebe. Das ist meine Mutter, Christine. Ich weiß natürlich, was meine Mutter für eine Kindheitsgeschichte hinter sich hat und was sie für Traumata durchlitten hat. Trotzdem habe ich ein Recht darauf, traurig zu sein und auch wütend zu sein. Aber gerade das mit dem Wütend, das ist, ich meine, merkst du ja, wenn ich so darüber spreche. Ein Psychologe in der Reha hat mir mal gesagt: Herr Rücker, also ganz ehrlich, also Sie reden hier so, als wäre eigentlich nichts passiert. Haben Sie nicht manchmal das Bedürfnis, irgendwo draufzuschlagen? Und da kann ich immer nur sagen, ja, habe ich, kann ich aber nicht. So, dann muss ich halt Rad fahren. Wut ist echt so ein Thema, das fällt mir ganz, ganz schwer, das zu äußern. Ja. Auch weil mir vielleicht auch mir beigebracht wurde, wütend sein ist doof. Ne? Also wütend sein darf ich nicht, denn meine Mutter war ja krank. Und traurig sein auch nicht, denn dann mache ich ja meine Mutter wieder traurig. Und das ist dann auch nicht gut. Ja, deswegen. Also das lerne ich erst so ganz, 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 ganz langsam, dass das geht. Ja. Die Depression seiner Mutter erlebte Nils wie einen Albtraum. Heute wird der 43-Jährige selbst immer wieder von Depressionen geplagt. Für seine Lebensgefährtin Adina ist das tägliche Leben mit zwei Kindern eine große Herausforderung. Also was ich schwierig finde, ist gar nicht so der Alltag, wenn es einigermaßen läuft, sondern was ich schwierig finde, ist dann so, sag ich jetzt mal, Krisensituationen oder Situationen, wo Druck dazu kommt. Also wo ich dann unter Druck stehe und dann eigentlich denke, so, auf die und die Punkte müsste ich mich jetzt verlassen, dass Nils das vielleicht übernimmt und das dann wegbricht. So. Und dann sind wir beide am Schwimmen. Er ist am Schwimmen, weil er dann ein schlechtes Gewissen hat, weil er genau weiß, eigentlich müsste er jetzt sozusagen funktionieren und uns da unter die Arme greifen. Und ich bin total am Schwimmen, weil ich dann doppelt überfordert bin. Also ich glaube, das finde ich das Allerschwierigste, dass man einfach nie weiß, ja, wie geht es morgen, wie geht es nächste Woche weiter. Wenn es Katharina Miems Schwester schlecht ging,
rief sie bei Katharina an. Und diese fuhr sofort zu ihr, egal was sie gerade tat. Sie vernachlässigte ihre Interessen, ihre Freunde, ihre Beziehungen. Die Frage nach der richtigen Balance von Nähe und Distanz zieht sich durch das ganze Leben von Katharina Miem. Muss sie ins Auto steigen, wenn ihre depressive Schwester nachts anruft? In ihrem Job steht sie vor ganz ähnlichen Herausforderungen. Die 24-Jährige arbeitet in einer Notschlafstelle für drogenabhängige Obdachlose. Das hier ist eins der drei Schlafzimmer, die wir haben. Wir haben insgesamt Platz für 10 Gäste und bis 22.30 Uhr können die halt, wenn da noch Platz ist, hier ankommen und übernachten. Wenn Katharina Nachtschicht hat, schläft sie auch in der Unterkunft. Mehr Nähe zu Menschen in Not geht nicht. Der Wunsch, anderen zu helfen, ist tief in ihr verankert. Man muss letztendlich halt lernen, manche Dinge halt nicht zu nah an sich heranzulassen. Das ist auch wieder einfach gesagt als getan. Aber ich glaube, dass man sonst vor allen Dingen in der sozialen Arbeit untergeht, wenn man alle Sachen immer nur mit nach Hause nimmt und die einen total ewig beschäftigen, dann wird es, glaube ich, einem eher schlecht in der Arbeit gehen als gut. Das ist halt nochmal was ganz anderes, wenn man dann wirklich persönlich betroffen ist und einen die Sachen auch nochmal mehr persönlich mitnimmt, weil es halt eben der Angehörige ist, der einem auch ja am Herzen liegt, dann ist es definitiv eine schwere Aufgabe, das dann auch mal gut sein zu lassen. Ne? Man kann dann ja auch nicht die Last von den Schultern nehmen oder sagen, gib mir mal die Krankheit. Manchmal steht man als Angehöriger ja auch einfach daneben und muss zugucken. Das tut in einem selber halt auch sehr weh. Wenn die Angehörigen seelische Erschütterungen bei ihren Liebsten erleben, besteht die Gefahr, dass sie sich selbst in negativen Gedanken verfangen. Der Alltag ist dann kaum mehr planbar. Viele Angehörige entwickeln Schuldgefühle, weil sie den Kranken nicht besser helfen können. Und niemand ist auf eine solche Situation vorbereitet. Diese Punkte gab es auch, wo ich sage, ich kann auch kein Therapeut sein. Es war ja auch so, dass ich dann so gefühlt, für mich gefühlt, alleine die Verantwortung hatte. Was ich natürlich gerne gemacht habe, aber was nicht der Job einer Ehefrau sein sollte. Aber wir waren eben dadurch, dass Robby es geheim halten wollte, unbedingt, hatten wir keine andere Möglichkeit. Die Liebe zu ihren Hunden trug Theresa und Robert immer wieder durch schwierige Zeiten. Gerade wenn Robert in der Depression steckte, hatten sie eine gemeinsame Aufgabe, die sie zusammenschweißte. Ich weiß noch, als Lara gestorben ist und wir in der Kirche saßen, und dann sollte man Gott für irgendwas danken. Robby hat dann in dem Zusammenhang dann auch gesagt, ich würde Gott danken, dass wir so viele Hunde haben, weil wir müssen weitermachen. Und wir sind aus dem Krankenhaus damals gekommen und das Erste, was wir gemacht haben, war mit den Hunden spazieren gegangen. Total, ja, so eine surreale Situation. Wir gehen mit den Hunden und unser Kind ist gerade gestorben, aber das war wichtig, um im Leben zu bleiben. Das war auch dann nach Robbys Tod wichtig. Ich hatte natürlich Leila auch, aber ich musste raus, ich musste auf die Straße, ich musste mich kümmern. Und so eine Verantwortung kann auch sehr belastend sein in gewissen Situationen, aber sie kann auch helfen. Als Kind war Nils Rücker dem Zorn und der Gefühlskälte seiner erkrankten Mutter hilflos ausgeliefert. Er will verstehen, was damals geschah, auch um den Gefühlen seiner eigenen Depression einen Ausdruck zu verleihen. Ich denke nur gerade drüber nach, wieder Thema Wut und so. Da sollte ich eigentlich meine eigene Wut malen, aber das konnte ich damals noch nicht. Das ist wie körperliche Schmerzen. Also das ist wirklich so, dass du dich total brüchig fühlst und dir im Prinzip alles wehtut und die Haut brennt. Und du das Gefühl hast, jeder Reiz, der von außen kommt, macht es schlimmer.
Und das andere ist eben das Innerliche. Also es sind so viele Gedanken, die einen quälen, mit denen man nicht zurechtkommt. Und das Fiese ist sozusagen, das hört einfach dann nicht auf. Und wenn man gerade das Gefühl hat, man hat es jetzt halbwegs im Griff, vielleicht nach einer Stunde oder nach zwei Stunden, dann sieht man irgendein bestimmtes Buch oder sowas und prompt ist man wieder drin. Und dann entfacht sich das, nennen wir es mal, Gedankenfeuer von selbst wieder. Und das ist sehr, sehr quälend einfach. Man sitzt da und denkt so, es soll einfach aufhören. Ich will das nicht, ich will diesen Zustand nicht. Also das Malen bringt mich ins Handeln zurück. So. Also alles, was mich ins Handeln zurückbringt, ist gut. In den Räumen des Vereins Rat und Tat in Köln bereitet sich Susanne Heim auf die wöchentliche Selbsthilfegruppe vor. Hier treffen Angehörige von psychisch kranken Menschen auf andere Angehörige. Auch wenn sich die Krankheitsbilder der Familienmitglieder unterscheiden, das Gefühl der Hilflosigkeit kennen sie alle. Mir ist es ja vor Jahr und Tag so gegangen. Ne? Ich bin in die Gruppe gegangen in der Erwartung, erstens, ich kriege jetzt ein Patentrezept, wie ich meinen Sohn zum Doktor kriege. Und zweitens, ich mache es ja für ihn. Und da sich dann auch irgendwann einzugestehen, nö, ich mache das für mich, weil ich es nicht mehr aushalte. Wir sagen ja immer, ne, liebe deinen Nächsten und vergessen den zweiten Halbsatz wie dich selbst. Eigentlich müsste es umgekehrt heißen, liebe dich selbst, damit du deinen Nächsten lieben kannst. Das Egoismus hat ja eigentlich bei uns einen sehr negativen Anstrich. Und im Grunde genommen, ohne das geht es ja gar nicht. Keine Pflanze würde überleben, wenn sie nicht egoistisch wäre. Ja, also Egoismus heißt, ich sorge für mich, damit es mir einigermaßen gut geht, damit ich im Leben klarkomme. Für die erkrankten Menschen stehen zahlreiche Hilfsangebote bereit. Sie können zum Arzt, Therapeuten oder in eine Klinik gehen. Doch an wen sollen sich die Angehörigen wenden? Die Hürde, sich selbst Hilfe zu suchen, ist riesig. Das Schwierigste ist, erstmal überhaupt zu kommen und das Gefühl zu überwinden, ich verrate damit mein erkranktes Familienmitglied. Das haben wir ganz oft, dass die Leute dann die Hürde erstmal überwinden müssen. Und wir versuchen dann klarzumachen, du kommst nicht für deinen erkrankten Angehörigen, sondern für dich, weil du Hilfe möchtest. Ne? Das ist das, was ganz viele zum ersten Mal eigentlich hören, dass sie auch noch ein Recht im Leben haben. Mein Sohn, der war in der Klinik, Depression und hatte auch Selbstmordgedanken und hat sein Studium im Grunde fertig, sollte im Mai seine Arbeit abgeben und das hat er aber nicht gemacht. Er hatte im Grunde immer gesagt, er schreibt sie, hat aber dann nicht gemacht. Ja, und dann brach sein Kartenhaus zusammen und dann hat er sich in die Klinik dann einweisen lassen. Und als er bei mir zu Hause war, merkte ich einfach diese Unsicherheit, was ich tun soll. Und deswegen bin ich dann auch hier in die Gruppe gekommen und muss sagen, es tut auch gut, weil man einfach merkt, man ist nicht alleine mit den ganzen Sachen. Das kocht sich alles wieder ein bisschen runter und man darf einfach Dinge tun, die man halt auch nicht so anerzogen bekommen hat. Es ist ja eher so dieses Funktionale, was man so mitgekriegt hat. Und jetzt merkt man halt, wenn man halt selbst überleben will, dann muss man halt auch andere Wege gehen. Und das ist halt schön, dass man das dann auch macht. Das ist der Punkt, ne? Also wenn ich bei mir bleibe und sage, ich brauche das, ich möchte das ja, so. Genau. Dann ist man ja auf Augenhöhe. Man will ja auch nicht stehen bleiben, man will ja weiterkommen. Ja, ne? Ja. Ja, schön. Und bei Ihnen? Mein Sohn hatte ja jetzt Geburtstag. Ja.
Da haben wir den ganzen Abend lang wie eine normale Familie halt verbracht. Mhm. Und mich hat zwischendurch trotzdem immer mal wieder die Traurigkeit so angesprungen, wenn ich so gesehen habe, wie er so sitzt und mal kurz so in sich sackt. Und dann habe ich so festgestellt, wie machtlos ich oder wie hilflos ich eigentlich bin. Fällt mir gerade sehr schwer. Also das ist Ihre Hilflos. Also es ist nicht so, dass Sie das Gefühl haben, er fühlt sich in der Situation dann so hilflos. Ich weiß nicht. Ich habe auch so das Gefühl, mit der Erkrankung habe ich meinen Sohn verloren und bekomme jetzt ein anderes Kind, einen anderen Sohn, den ich erstmal kennenlernen muss. Ja, aber er ist auch noch das, was er früher war. Er ist beides. Das andere haben Sie nur nicht gesehen oder ist nicht so zum Vorschein gekommen. Das ist nicht ein ganz anderer. Nee. Ja, ich glaube, das ist das große Problem, was wir alle haben. Ne? Darf ich das? Bin ich dann ein schlechter Mensch? Reduziert auf das eigentliche Problem, dann haben wir alle die gleichen Probleme. Wer ist wofür verantwortlich? Ja. Wenn Katharina Miem die Sorgen über den Kopf wachsen, zieht es sie auf die Tartanbahn. Dort hat sie schon als Kind viel Zeit verbracht. Mit Wettkampf und Gemeinschaft mit Freunden verbindet sie gute Erinnerungen. Für mich ist das vor allen Dingen so, dass ich beim Laufen dann einfach den Kopf total frei kriege. Davon werden dann die Sorgen zwar nicht kleiner, aber ich kann sie zumindest im Moment nach hinten schieben. Zu Hause war die Aufmerksamkeit der Eltern oft auf Katharinas kranke Schwester gerichtet. Für ihre eigenen Sorgen fand sie kaum ein offenes Ohr. Die Krankheit der Schwester überdeckte alles. Zum Studium zog Katharina nach Köln. Ein wichtiger Schritt. Nun übt sie, eine gesunde Distanz zur Schwester zu halten. Doch leicht fällt es ihr nicht. Nur weil ich mich distanziere, heißt es nicht, dass ich nichts mehr mit ihr zu tun haben will oder dass ich nicht für sie da bin. Das auf gar keinen Fall. Das soll nicht heißen. Distanz bedeutet nicht irgendwie was Negatives wie mit lass mich damit in Ruhe, weil mir geht es dann auch schlecht damit, sondern ich will trotzdem für sie da sein können und ich möchte sie trotzdem unterstützen. Und das ist mir da auch ganz wichtig und das ist ja auch Familie. Mit Familie ist man, ob man will oder nicht, halt immer irgendwie verbunden. Eine seelische Krankheit der Kinder, Eltern oder Partner bringt die eigene Lebensplanung durcheinander. Viele Angehörige stehen vor einem Dilemma. Wie viel von ihrem eigenen Leben wollen sie aufgeben, um sich dem Leiden der geliebten Menschen zu widmen? Darf man fröhlich sein, wenn es dem Partner schlecht geht? Wann ist der Punkt gekommen, an dem man nicht mehr kann? Und? Oder die isst den Pfirsich. Emmy! Ah, da. Emmy, komm her! Prima, dachte ich schon. Komm her! Der eigene Wunsch nach einer glücklichen Partnerschaft führte bei Theresa Enke zu einer inneren Zerrissenheit. In den schweren Phasen von Roberts Depression fand sie kaum mehr Zugang zu ihrem Mann. Die richtige Reaktion auf die düsteren Stimmungen zu finden, war schwierig. Ja, was man auf keinen Fall tun sollte, zu sagen, reiß dich zusammen. Ja, wird schon wieder, komm, wir trinken Bier zusammen und danach geht's wieder besser. Das ist der Satz, ich habe ja auch viel Kontakt mit Leuten, die Probleme haben, der die meisten ganz traurig, wütend, ohnmächtig also werden lässt. Also das ist so der schlimmste Satz. Man sollte den Partner, den Freund, wen auch immer, sollte man ernst nehmen, mit ihm drüber sprechen, nicht panisch werden, ihm sagen, ich bin für dich da, Hilfe anbieten, es aber nicht
abtun und sagen, wird schon wieder. Es ist ganz schwierig. Robby hat mal zu mir gesagt, wenn du nur ein paar Sekunden in meinem Kopf fährst, dann hättest du eine Vorstellung. Und selbst ich kann heute nicht genau sagen, wie mag er sich gefühlt haben, wie schwarz müssen diese Gedanken gewesen sein. Aber es muss der Horror gewesen sein. Ich meine, wenn eine Krankheit einen Menschen dazu bringt, sich selbst umzubringen, dann merkt man, was die Krankheit für eine Macht hat. Und ja, es ist wahrscheinlich auch gut, dass ich mich nicht so tief hineinfühlen kann, weil ich glaube, um in diesem Bereich zu sein, muss man selbst erkrankt sein. Als Kind fühlte sich Nils Rücker von seiner Mutter verlassen und machte sich gleichzeitig große Sorgen um sie. Ein emotionaler Spagat, der ihn gänzlich überforderte. Auch wenn der Familienvater heute selbst immer wieder von der Krankheit heimgesucht wird, will er sich, anders als seine Eltern, nicht verstecken müssen. Er schreibt über seine Depression in einem Blog. Es war für mich persönlich ganz wichtig, dass ich sage, ich öffne mich so. Auch um mir selbst irgendwie so den Druck so ein bisschen zu nehmen, ja, weil ansonsten renne ich hier überall durch die Gegend wie mit so einem Umhang über dem Kopf und denke mir so, oh, hoffentlich sieht mich keiner und was denken bloß die Nachbarn, wenn ich die ganze Zeit hier zu Hause bin und so. Und weil da eben dieser Vorwurf kam, müsstest dich jetzt doch langsam mal zusammenreißen und mal zusehen, dass du jetzt mal rauskommst und auch mit deiner Familie, so geht das nicht weiter. Und ich habe mir dann irgendwie gedacht, so Leute, ihr habt überhaupt keine Ahnung, wovon ihr redet. Und also vielleicht einfach besser mal die Klappe halten, wenn man keine Ahnung hat. Und dann habe ich mir gedacht, okay, aber irgendwie ist es natürlich auch so, woher sollen die Leute auch wissen, worum es eigentlich geht, wenn es ihnen keiner sagt. Und ich habe immerhin, hey, ich habe schon 15 Follower, ja. Das ist auch die Schwierigkeit, dass wir in der Kommunikation mit Nils oft so drumherum wabern, sage ich jetzt mal, weil wir Angst haben, den anderen zu verletzen. Man weiß eigentlich, man muss offen miteinander reden. Und das klappt aber ganz schwierig. So. Und da auch, wie gesagt, immer oft Rücksicht, wenn wir Rücksicht nehmen von beiden Seiten und kommt dadurch nicht weiter. Und aber da so die Offenheit zu finden und da auch jemanden zu haben, der einen sagt, ja, hier musst du tun oder müsst ihr beide tun, ist schwierig. Und also was ich sehr, sehr hilfreich fand und rückwirkend würde ich sagen, habe damit viel zu lange gewartet. Ich war jetzt auch ein paar Mal auch in regelmäßigen Abständen mit bei der Therapie von Nils, wo wir genau darüber geredet haben. Und ich denke, das hätten wir schon viel früher auch machen müssen. Ich bin im Tunnel. Dunkel, beängstigend. Sehr einschüchternd. Man möchte aus dem Tunnel wieder raus. So. Die Stimme ist noch relativ leise, die würde ich lauter machen, um es eindringlicher zu machen. Um die Symptome und das Gesamtbild dieser Krankheit, Depression darzustellen, haben wir uns ja entschieden, für die VR-Anwendung in zwei Welten einzutauchen. Mhm. Das eine ist ja die Welt der, im Leistungssport, Depression im Leistungssport, und das andere ist ja Depression als Volkskrankheit. Das sieht ja sehr stylisch und hell aus. Wie wird das dann, weil das ist ja nicht so dieses normale Empfinden eines depressiven, in lichtdurchfluteten Raum. Da möchte man ja die Stimmung anders rüberbringen. Genau, das habe ich jetzt nur mal so als Eindruck des Raumes mal ausgedrückt. Wir arbeiten jetzt gerade daran, dass wir tatsächlich die Lichtstimmung verändern, alles etwas dunkler machen.
Mit der von ihr gegründeten Robert-Enke-Stiftung hat Theresa Enke das Projekt Impression-Depression ins Leben gerufen. Mit Hilfe der Virtual-Reality-Technik sollen Angehörige nachempfinden können, wie es im Kopf von depressiven Menschen aussehen könnte. Theresas ganz persönliche Erfahrungen mit ihrem Ehemann fließen in die Gestaltung des Projektes mit ein. Natürlich habe ich immer versucht, mich in ihn hineinzuversetzen und zu sagen, warum kannst du nicht aufstehen, wieso kannst du nicht lachen, wieso können wir jetzt nicht einfach rausgehen, mit dem Hund spazieren gehen. Und er sagte dann auch, das ist wie wenn du in einem schwarzen Tunnel bist und du guckst und es ist alles schwarz und wenn du Glück hast, ist hinten ein kleines Licht. So kannst du dir das vorstellen und es wird immer enger und er hat Angst davor, dass es irgendwann dunkel ist. Und der Tunnel ist schon, glaube ich, was viele Depressive auch beschreiben, dieses Ohnmächtige. Es gibt irgendwie keinen Ausweg. Man freut sich ja selber, wenn man durch einen Tunnel fährt und dann wird es langsam wieder hell. Für einen Depressiven, da wird nichts hell. Also es ist auf jeden Fall eine riesen Wunde in der Landschaft. Also als ich das erste Mal hier war, da war ich regelrecht erschüttert. Ich will nicht hoffen, dass meine Seele so aussieht. Ja? Das fände ich nicht so schön. Aber doch, also Raubbau, das passt auf jeden Fall, weil gerade das, was ich in den letzten Jahren gemacht habe, so die letzten 10 Jahre, würde ich sagen, das war schon einfach viel zu viel. Da habe ich an mir selbst gerissen und gegraben. Irgendwann kam die Erschöpfung. Da ging von einem Tag auf den anderen nichts mehr, null, gar nichts. Und das war für mich einfach ganz entsetzlich, weil das ein Zustand war, den ich nicht kannte. Mit Hilfe einer Therapeutin findet Nils Rücker langsam Zugang zur Welt seiner Kindheit. Indem er anfängt zu verstehen, was ihm als kleiner Junge widerfahren ist, bessert sich sein Zustand. Ein großer Wunsch ist, seinen eigenen Kindern ein liebevoller und zugewandter Vater zu sein. Der Alltag, wenn er läuft, würde ich sagen, sind wir auch gut eingespielt. Und es ist jetzt ja schon viel besser geworden, dass wir einfach auch viel langfristiger planen können. Also dass wir jetzt sagen, wir planen Umzug in 3 Monaten oder 4 Monaten, das würde ich sagen, war vor einem Jahr überhaupt nicht denkbar. Die psychische Krankheit ihres Mannes hat tiefe Wunden bei Theresa Enke hinterlassen. Doch langsam verliert das Grab von Robert Enke und der gemeinsamen Tochter Lara an der erschlagenden Übermacht. Nach langer Zeit gelingt es Theresa wieder, nach vorne zu schauen. Der Blick in die Zukunft ist ganz, ganz wichtig. Für mich ist das immer was ganz Besonderes, hier zu sein, aber nicht mehr so wie am Anfang. Also am Anfang habe ich die Nähe des Grabes gesucht, auch zu Lara. Ich habe einen Christbaum aufgestellt, ich habe zu Ostern geschmückt und das hat sich jetzt natürlich geändert. Das Leben geht weiter. Das Grab ist für mich nicht mehr der entscheidende Ort, um an Robbie zu denken. Wenn ich hier bin, ich sitze immer jedes Mal mit einer Fassungslosigkeit davor. Ja, wenn ich dann die beiden Namen lese und denke, es ist Irrsinn. Also, wie gesagt, ich bin lieber irgendwo anders und denke an sie als hier.
Nils und Adina haben ein Haus in der Nachbarschaft gekauft. Nach langem Zögern hat Nils sich schließlich getraut, das Riesenprojekt in die Hand zu nehmen. Ganz langsam stabilisiert sich sein Leben. Und damit auch das Leben seiner Familie. Was seine Mutter nicht konnte, schafft er, sich seiner Depression zu stellen. Also ich kann es manchmal gar nicht so richtig glauben. So, und dann ist da manchmal wirklich so dieses Gefühl von Zuversicht und eigentlich ist alles gar nicht so verkehrt. Ja. Doch, das so das Gefühl wie wird schon vielleicht so vorsichtig formuliert. Ja. Jahre nach Robert Enkes Tod hat Theresa Enke wieder geheiratet. Auch mit ihrer neuen Familie kommt sie gerne nach Portugal. Die Zeit mit Robert wird immer Teil ihres Lebens bleiben. Es ist für mich ein unbeschreibliches Gefühl. Da kommt ganz viel Wärme in mir hoch. Das war ein Ort, wo Robbie auch zur Ruhe gekommen ist. Wenn ich hier stehe, fallen mir Situationen ein und der Tod nimmt einen den Menschen, aber die Erinnerungen, so platt es oft klingt, kann einem keiner nehmen und die kommen dann in solchen Momenten immer stark wieder hervor. Etwa 100 Kilometer liegen zwischen Köln und dem Wohnort von Katharinas Schwester. Sie telefonieren viel. Aber Katharina rennt nicht mehr gleich los, wenn ihre Schwester Alarm schlägt. Bald wird sie ihr Masterstudium abschließen. Trotz aller Sorge um die Schwester, sie hat es geschafft, sich ihr eigenes Leben aufzubauen. Im Moment bin ich in einer Phase, das klappt da sehr gut tatsächlich, dass ich sehr auf mich gucke. Aber das heißt nicht für mich, dass ich dadurch, dass ich das momentan ganz gut kann, dass man nicht ganz schnell wieder da reingeraten kann, irgendwie wieder viel zu viel zu tun. Also da glaube ich, muss ich auch gut auf mich aufpassen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass das einfach so ein Prozess ist, der irgendwie nie aufhört.